So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallen Earth. Mit dabei der Herr I4, die liebe Damakash und die liebe Schneckball. Hi. Mit ihrem Tattoo auf dem Arm. Mhm. Und wir haben uns dazu durchgerungen, wir wollen jetzt erstmal die Stadt anschauen, um ein bisschen mehr zu erfahren, weil da draußen ist es gefährlich. Ich wollte gerade sagen, das sind böse, böse Tiere. Genau. Mhm, böse Ameisen. Ja. So, hier ist so ein Essens- und Trinkenverkäufer, weißt du, das ist auch cool. Ach, guck mal, hier kann ich Hundefutter kaufen und Müsliriegel und Erbsen. Hundefutter? Und ja, du kannst ja auch einen Hund haben oder so, weißt du, den kannst du ja auch noch mitschluren. Food and Drink. Das ist ja Soda. Cool. Mhm. Warum schaut das Soda aus wie eine Red Bull-Dose? Na, wer weiß. Ein Stück Butter, gegrilltes Gemüse, ist ja geil. Bacon, jeder mag Bacon. Oh, Brotpaste. Sicher lecker. Na bestimmt, ist bestimmt voll köstlich. Hier sind Kisten, kann man da auch rein? Nö, kann man nicht. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich auch ein Tattoo zwischen den Augen habe? Ja. Ach, da so ein Pünktchen, ja. Stern. Ja, die anderen sieht man nicht. Am Bein, oder? Nee, die fand ich nicht so schön. Die habe ich gelassen. Speaker. Aber ich fand es schade, dass man keine Hose hier auswählen konnte. Also wir brauchen, pass mal auf, weißt du, was wir machen müssen? Uns fehlt ja anscheinend, also ist jetzt schon der zweite, der sagt, ey, liebe Leute, echt, dein Level ist irgendwie zu low. Ja. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir klatschen einfach ein paar Mobs. Viel fehlt uns ja nicht mehr bis zum nächsten Level. Aber wir sind doch Level 2, oder? Level 2 bin ich. Ja. Ja, ist ja komisch. Aber der wollte mir auch keine Quest geben. Und die Tussi unten wollte uns ja die Quest auch nicht geben. Nee. Das ist ja blöd. Ach, guck mal, hier ist der Postkasten. Ach, scheiße, die kommt ja hoch. Blöde Bitch. Okay, ein Postkasten wäre hier auch, aber mir hat ja noch keiner geschrieben hier. Na, ja, wie unhöflich. Ins Gesicht. So. Was seid ihr jetzt hingekommen? Ich bin vorne. Ja, ich bin beim Postkasten. Ich gehe jetzt hier einfach die Straße mal lang. Andere Richtung, oder? Ja, ne, ich glaube, die Richtung passt schon, ja, oder? Ja, hier. Genau. Ja. Und hier ist halt der Postkasten und Franklin Riders, der hat wahrscheinlich auch nichts. Okay, people around here need a lot of stuff. If you wanna be helpful, I can tell you how to get some of those things. Alright, let's hear it. Okay, the first thing to do is to crack open your book of recipes and figure out what it is that you wanna make. Once you selected an item, you'll be able to see what you need to make it. Where can I get some crab copper? Das wissen wir ja. How about some rage wool? Ach, das ist Stofffetzen, ne? What's with these types of chemicals? Okay, I got the material I needed. What next? Ach, das ist, der erklärt einem nochmal das Crafting sozusagen, ne? Mhm. Okay, click the button, bla bla bla, ja. Das ist alles gut, dankeschön. Aber craften brauchen wir ja eigentlich nichts. Aber ein paar Rezepte haben wir schon, ne? Makeshift, Weapons und was kann man denn da überhaupt machen? Ich habe noch gar nicht geguckt hier. Ach, guck mal, Blade, ein Speer und Holzstöcke und coole Sachen, aber uns fehlt leider Skill, ey. Wir sind leider vollkommen skilllos. Wie es denn immer so ist. Weil wir können noch nicht mal Pflanzen ernten. Ja, und da fehlt uns bestimmt auch Skill. Wir müssen bestimmt echt irgendwie ein bisschen Converser. Was Robert will der denn hier? Hi Robert, ey. Du hast ja coole Schuhe an, Mensch. Be around. I don't have anything to do for you. Eigentlich hat er gesagt, auf der Map wird was angezeigt. Ich wollte gerade sagen, der hat doch was hier. Der genau. Sieht aber so Sidequest-mäßig irgendwie, oder? Diese, wenn sie gelb leuchten über dem Kopf. Die anderen leuchten scheinbar grau. Ja, das sind genau. Also, you know, snakes are really getting to be a problem around here. They love the dry heat and there are plenty of big rocks for them to live under. But people disturb those rocks and I'm more interested in protecting my natural habitat than the snakes. I'll pay you for these 10 dead ones. How's that sound? Ja, klingt gut. 10 Schlangen kaputt machen, finde ich gut. 40 Chips, 500 Experience, nehme ich an hier, komm her. Ich töte 10 Schlangen, das kann ich. Das klingt nicht so schwierig jetzt. Ich muss mal ganz kurz was tauschen hier. Vielleicht nehme ich nicht dafür unbedingt.
Hier, die Knarre in die Hand, sondern eher ein Messer. Aber ach so, wird mir das jetzt hier eigentlich auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss für die? Ja. Ein Kreuz ist da, aber so eine Area wird mir gar nicht angezeigt, ne? Also nur so das Kreuz. Guck mal, was war das denn Grünes? Das sah ja eklig aus. Okay. So, ich habe zwar zwei Messer. Ach, da hinten ist ein Kreuz. Da hinten ist das Kreuz. Ich würde aber, bevor wir jetzt Richtung Kreuz gehen, würde ich tatsächlich noch gucken, ob hier noch mehr Leute rumstehen, die uns irgendwas zu tun geben, oder? Ach so, ja, dann lass halt. Guck mal, da vorne ist noch so einer, Harry. Harry hat auch noch was zu tun. Weil oftmals ist es ja echt so, weißt du, dann rennst du dahin, machst die Schlangen und dann sagt er, sammel mal noch Pilze und die standen eigentlich daneben. Weißt du, und dann musst du da wieder hinlaufen. Da ist einer. Harry ist aber hier. Harry. Hi, ja. Harry. Harry. Hey, Harry. Harry, how are you doing? Oh, you're one of those clones. Been seeing more and more of you a lot around here. What gave it away? The color thing you got on. I heard all about them. I hear your clones even come back when you die. That's pretty great stuff, huh? Ach ja, genau, dieses bekloppte Halsband haben wir noch um, ne? Okay. Mm. Well, if you're looking for work, I might be able to help you. Yeah, keep talking. There's a gang, see, called the Blade Dancers. They forced us out of the Bramley Mine and they've been attacking us ever since. We are in a bad spot for sure, but someone like you might be able to fight them. Because speaking for myself, I'm too scared for... of dying. Yeah. What do you think? Weißt du, der sieht so aus, schaut als ob er Angst hätte. Ja, genau. Und dann, ich trau mich aber nicht. Genau. Okay, fine. I got fight some Blade Dancers. Where are they? Great. Don't worry about clearing them out of the mine yet. We're going to the trainees first. They should be easy pickings for a clone like you. Okay. You know anybody else who could help? Ja, ob ich noch jemanden kenne, der helfen kann. Ja, wir stehen hier mit vier Leuten. Reicht dir das, ja, Kollege? Also wirklich, jetzt muss auch mal gut sein, du Angsthase. So, also ist hier sonst noch irgendjemand? Nee, ich wollte gerade sagen, ich sehe aber auch da hinten nicht. Stehen noch weitere. Also die hier. Wo denn? Also ich habe die Map. Nee, das waren andere. Okay. Hier steht noch einer auf jeden Fall. Der hier. Ist aber grau. Ja, aber der ist grau, genau. Der sagt aber wieder, du bist zu ein Schwächling. Ja, aber Hubschrauber, der kann nichts. Ja. Das ist Auktionshaus. Da kann man bestimmt einen Hund kaufen. Was kostet sowas denn hier? Wichtige Dinge. Ich habe ja noch nicht geboten. Auctions. Das ist gar nichts. Time das ist gar nichts drin. Ja, doch, du musst suchen, du musst name, auf Search. Du musst auf Search gehen, ja. Name, Dog. Search for a dog, please. Search. Ah, okay, da kannst du von den anderen Spielern die Sachen kaufen. Achso, die sie halt reinstellen. Serum, wie geil ist das denn? Dogtail. Ah, okay, aber wenn ich danach. Warte mal, Horse. Improved Racehorse. Ey, ist ja geil, dann kannst du ein Rennpferd holen. Riding Horse. Running Horse. Worn Horse. Ist ja cool. Okay. Improved Riding Horse. Aha. Das gefällt mir ja. Okay, alles klar, aber wir müssen Schlangen töten. Da hinten geht's auch noch was. Da ist auch noch was. Das ist eine Garage oder was hier? Clinton Farm Kadett. Ja, guck mal. Ach, das schaut ja auch cool aus. Ein Auto. Alpine Rescue Headquarters. Das war mal irgendwie ein Rettungshauptquartier. Aha. Okay, ist ja geil. Science. Okay. Das ist ja ganz cool. Dann kann man gucken. Hier drinnen ist was. Da ist es Science Merchant. Im Hinterzimmer. Okay, cool. Da kannst du alles Mögliche kaufen. Tainted Water. Du kannst scheinbar hier auch als ein auf Zauberer machen oder so. Oder beziehungsweise ja, die Skills, Zauberer, ne? Aber, also hier ist noch einer, der hat auch eine Mission, ne? Also hier oben, da hat auch einer eine Mission über diesen. Ah, okay. Bei dem Medical Lab bist du da oben? Nee. Warte, dann kommt erst. Ach, doch, okay. Also da oben drin. Aber ich weiß nicht, wie man hochkommt. Ach, hier wahrscheinlich. Ja, ich bin auch gerade mal. Ist die Treppe hoch. Treppe, genau. Der hat nämlich, glaube ich, auch eine gelbe Stink. Ich bin hier bei Dr. Delia Clinton. Ach, die sieht ja auch nett aus. Sam Clinton ist zwar gelb, aber der bringt uns nichts. Der ist grau. Also ich bin hier oben bei der Ärztin. Die hat auf alle Fälle was. Die steht hier barfuß. Dann bist du vielleicht im anderen Raum drüben, ja. Du bist im anderen Haus. Ne? Deswegen. Und die steht wir sind hier in der vor, Feuerwache. Die hat noch was.
Ja, ich bin im Labor hier. Vielleicht will die noch irgendwas, weißt du? Also die. Ja, kommen schon. Okay. Das heißt, du bist da in die Richtung, oder? Ich bin in das nächste Gebäude halt rein und da die Treppe rauf. Hä? Ich komm einfach auf die Punkte da drin nicht klar. Die kannst du dir in der Minimap aber bestimmt irgendwo ausstellen, oder? Ja. Kannst du das nicht irgendwo ausmachen? Nee, Dame ist unten, hier bei mir. Ah ne, ich bin oben, ich bin hochgegangen, die halt die Treppe hoch, ne? Eifir läuft von hier heraus im Freien rum. Ja, wir müssen hier hin. Dame ist hier drinnen. Aha. Marty McFly. Oben sehe ich sie schon, also. Ja. Ja. Ich stehe hier halt mal so rum. Okay, jetzt sehe ich dich auch. Okay. Hallo. Hallo, vielleicht, guck mal, hier steht eine mit Minirock, eine junge Frau, Dr. Delia Clinton. Und wenn die redet, dann hat die voll die männliche Stimme. Ja, bin ich fest von überzeugt. Guck dir mal die Füße an, das sind doch Hobbit-Füße. Wieso, die haben doch keine Haare auf den Füßen. Ja, aber von der Größe her sind es Hobbit-Füße. Also hier möchte ich mich nicht behandeln lassen. Die sehen auf jeden Fall witzig aus. Wieso willst du dich hier nicht behandeln lassen? Die sehen vollkommen kompetent. Wie die hier, war die in diesem Nebenraum drin? Also wie die hier liegen, das ist nicht so schön. Nee, ich war hier noch nicht. Ich bin gleich zur Ärztin. Zeig dann mal. Dann guck dich hier mal so ein bisschen um. Ach, die mein sehen Gott, doch die alle noch ein gut bisschen aus. Erwischt. Hier, guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie bei Outlast. Oh mein alles Gott. Wird ach Gott, weißt du, was mich hier das erinnert? Hier fehlt der Fuß, also was soll's. Weißt du, was mich das erinnert? Forest. Ja, es hat auch so ein bisschen was von Outlast. Aber vielleicht will die Ärztin ja was an dieser Misere hier ändern. Das kann ja sieht doch schon so psycho aus, Dr. Die Hugh heißt Clinton. Clinton. Die Tussi. Ja. Verleihe ihr einen Mann dieser Runde die Stimme. Haben sie den Film Hostel gedreht? War eine Aufforderung für euch. Ja. Ich warte auf I4. Mein Englisch ist terrible. Ja, meins auch. Das hält mich auch nicht ab. Okay, need something to do. A semester irgendwas. Still interested in what we do here? Yes, can you tell me more about this place? My family has been here for generations. Before the fall, this was... where they train people to be rangers, EMTs and the like. We keep that going. The world would only get worse without the skills we teach here. My family took the name Clinton and we run the farm. I don't see any crops or animals. Why is it called a farm? Soll ich weiterlesen? Ja. Its name before the fall was Clinton Fire. Alpine Rescue and Medical, but it's called the farm for short. What can I do to help? Can enroll in the program. When the Blade Dancers attacked, we lost a lot of smart people who were in training. These days, finding smart people willing to help their fellow man is a rare thing. Okay, I'm in. Hast du es gerade mitbekommen? Alfie hat sich gerade am Arsch gekratzt. Nee, ich hab gelesen. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Text gelesen. Da kann ich schlechte. Ja, okay, jetzt können wir die Mission annehmen. Bitte alle mal accepten. Talk to Tess Bramby to enroll the farm training program. Ja, dann machen wir das doch. Der ist doch hier als erstes. Der ist doch hier noch im Dings. Du musst mal aufpassen, wenn die Figuren rumstehen, sinnlos. Meiner hat sich die Nase am Ding abgewischt. Quasi den Rotz am Pulli. Und Alfie, seiner Charakter, hat sich am Arsch gekratzt gerade. Ach so, aber warum so richtig laufe laut ich hier eigentlich? Ach, weil mein Pferd hinten am Arsch der Welt steht, deswegen laufe ich. Ja. Da war ja was. Aber der ist nicht hier. Nee, ich wollte gerade sagen, der ist gar nicht hier, ich bin verwirrt. Der ist draußen. Der ist irgendwo, draußen. Warte aber mal, ist ja hier, ja, aber der ist am nächsten dran, oder? Sehe ich das irgendwie, bin ich hier irgendwie verkehrt jetzt hier? Also ich der weiß ist hier es in dem nicht. Gebäude und daneben, ja, guck mal, Tess. Der hat, und da geht nämlich die Mission bestimmt weiter. Weißt, das ist bestimmt so... Wo ist der hier unten? Guck mal, wenn du M drückst, dann siehst du das in dem Gebäude. Tess Bramby, da kannst du dann die Maus drüber halten und dann siehst du das. Nö, oder? Ist da, da, ist das, da ist doch dieses rote X. Mission ist Semester Enrollment und daneben dieser grüne
Tess, Bramby, follow me. I will show you the way. Muss gerade mal gucken, wo ihr seid. Ach ja, das Gemüse kann ich ja nicht ernten. Hier in dem Gebäude wahrscheinlich National Mine Health and Safety Academy. Sieht so aus. Hier ist I4. Wo seid ihr? Hier ist ein Labor, hier ist ein Werkbank. Und ich weiß auch gerade nicht, aber wo. Aber da ist nichts drin. Okay, warum nicht? Ist irgendwie blöd, gell, weil du die Namen auf der Map. Ah, hier. Ach, da ist der Makas. Ah, ja, genau. Also zurück, wo wir waren, wo wir die Pferde aufgesattelt haben, Schneckball, ganz zurück. Oh Gott. Nee, in dem Gebäude sind wir doch. Also ich bin jetzt hier bei Tessie. Clinton Farm. Ja, ihr seid doch im richtigen Gebäude. Jetzt müsst ihr hoch und in demselben Raum, wo die Ärztin halt war, weißt? Also selbe Gebäude, nur... Ah. So, ja, hier ist Tess. Der gleiche Schlumpf mit anderen... das ist bestimmt Hosen. Die Zwillingsschwester mit anderen Klamotten. Genau. Schneckball hat irgendwas Cooles entdeckt bestimmt. Nee, ich irre hier planlos umher, aber ich bin jetzt auch wieder da. Weil Bayer gesagt hat, ich soll dahin, wo die Pferde gesattelt wurden, bin ich natürlich in die Richtung gerannt. Da, wo wir als erstes die Pferde bekommen haben. Wo wir sie uns geholt haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Und dann sind wir, ich keine Ahnung. Fangt einfach an. Nein, ich warte hier. Ja, wir warten. Bleib mal da stehen, ich hole dich ab. Ich werde einfach extrem verwirrt, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo. Ja, dann bleib doch mal stehen, ich hole dich ab. Komm her. Ich bin jetzt vor dem Gebäude, wo die, Ja, siehst du meinen gelben Ärztin Punkt? War da du oben. Siehst doch den gelben Punkt auf der Karte. Lauf mal dem gelben Punkt entgegen. Oben auf der Minimap. Keinen gelben Punkt. Nee, also diesen fetten gelben Punkt. Ja, oder genau. Was? Zu dem so. Fetten, das bin ich. Ich bin der, fette gelbe Punkt. Weil gerade ich. Okay. So, hier, ich sehe dich schon. Tada! Okay, so. Hallo. Sehr gut. Hallo. Folge den fetten gelben Punkten. Aber ich bin eher ein fetter pinker Punkt. Mist, kann ich das irgendwo ändern? Das geht so nicht. Ja, das würde mir auch besser auffallen auf der Karte. Das Schöne ist, dass ich einen Haufen fette gelbe Punkte habe, aber ihr seid keine fetten gelben Punkte, sondern einfach nur kleine gelbe Dreiecke. Nee, das sind ja auch keine gelben das Punkte, ja die du da hier. Siehst. So, bei uns da? Ist dann wirklich ein schöner gelber fetter Punkt. Hier war ich noch gar nicht richtig. Den habe ich denn auch nicht. Guck mal, und das hier ist nämlich Tess. Ach so. Aber was Tess zu erzählen hat, erfahren wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.